So, ich habe jetzt gerade mal die Überschriften ein klein wenig geändert. Von resultierender Kraft hin zu Kräftegleichgewicht im zentralen Kräftesystem. Wir nehmen das bekannte Beispiel, unseren Container an den Ketten aufgehängt, meinetwegen auch an den beiden ungleich langen Ketten aufgehängt und kehren das ganze System jetzt um, indem wir folgendermaßen argumentieren. Betrachten wir einmal diesen Verbindungspunkt, bei dem die Ketten dann nach unten abgehängt sind und das Kranseil oben zu dem Kranausleger geht. Jetzt können wir Folgendes sagen. Wir haben einmal eine Kraft F2 von einer noch nicht bekannten Größe. Die verläuft auf dieser Wertlinie entlang der Kette. Ebenso haben wir die Kraft F1 von der Größe her noch nicht bekannt. Wir wissen nur, sie verläuft auf dieser Wertlinie. Und wir wissen, dass hier oben in dem Seil muss das Seil genauso kräftig nach oben ziehen, wie das Gewicht von unserem Container nach unten zieht. Denn wenn die Kräfte nicht gleich groß werden, dann wird sich der Container ja in irgendeine Richtung bewegen. Newton hat aber damals schon gesagt, wenn etwas in Ruhe ist, dann ist die Summe aller Kräfte gleich Null. Oder ich habe eine gleichmäßige Bewegung, dann ist auch die Summe aller Kräfte gleich Null. In diesem Fall, der Container hängt in der Luft. Das heißt, hier brauche ich eine Kraft. Ich nenne sie mal Seilkraft, aber ich weiß von der Größe, nochmal so Betrag oder hier Betragstriche rum, der Betrag einer Seilkraft entspricht meiner Gewichtskraft. Lediglich die Richtung ist umgekehrt. So, wenn wir jetzt diese Konstellation haben, können wir wiederum einen Kräftezug bilden oder auch eine resultierende probieren. Allerdings, wir wissen, im Kräftegleichgewicht, wenn die Kraft, die nach oben zieht und die Kraft, die nach unten zieht, und der Newton ja sagte, die Summe aller Kräfte ist gleich Null, das heißt aber auch, dass es keine resultierende gibt. Meine resultierende ist also 0. Nun, wenn ich das jetzt hier drauf anwende, dann sieht das Ganze ähnlich aus wie vorher. Ich zeichne es ein bisschen drunter, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Das ist jetzt unsere Seilkraft. Die Wirklinie 1. Die Wirklinie 2. Ich zeichne es ruhig wieder als Kräfteparallelogramm, also auch da wieder. Und wenn wir jetzt den Kräftezug eintragen, dann brauchen wir eine resultierende von 0. Wenn wir uns daran erinnern, bisher war die resultierende die Diagonale in unserem Dreieck, oder? Die resultierende ging vom Anfang der ersten Kraft zum Ende der letzten Kraft. Wir haben jetzt hier drei Kräfte. Die erste kenne ich, das heißt die zweite hier, die schließt sich an, weil ich jetzt einen ganz normalen Kräftezug bilde. Die dritte Kraft, meine Kettenkraft, schließt sich an. Und die resultierende, die wäre ja eigentlich vom Anfang der ersten Kraft, also vom Anfang meiner Seilkraft zum Ende der letzten Kraft, also zum Ende von meiner Kettenkraft hier. Und die verschwindet komplett, weil die resultierende ja 0 sein muss. Das bedeutet aber, immer wenn wir Kräftegleichgewicht haben, ist unser Kräftezug geschlossen. Das klingt ganz trivial, ist auch nicht schwierig, aber manchmal verwirrt es uns, wenn wir viele Kräfte haben, die in unmöglichen Richtungen gehen.
Wir müssen uns bloß daran erinnern, wenn ich Gleichgewicht habe, ich zeichne meinen Krächtezug und er muss sich schließen. Da darf keine Lücke mehr sein für eine mögliche resultierende Kraft. So, wenn wir das jetzt haben, lesen wir wieder einfach ab. Das war unsere Kraft F1, das war unsere Kraft F2. Maßstäblich gezeichnet können wir es direkt wieder ablesen. Wenn ich das Ganze rechnen möchte, da sehen Sie schon, das ist genau die gleiche Rechnung, die wir vorher gemacht hatten, bloß beim letzten Mal. Da war ja hier unsere resultierende gleich groß, aber entgegengesetzt zur Gewichtskraft. Und wir könnten das jetzt wieder aufteilen, dass wir sagen, hier unten haben wir den Winkel Alpha, dann haben wir hier den Winkel Beta, hier haben wir auch wieder Alpha, hier finden wir ebenso wieder Beta, das heißt, wir können diese restlichen Winkel genauso bestimmen wie im vorherigen Beispiel und mit dem Sinussatz. Sinus, oder immer wieder den Sinussatz für Seilkraft zu Sinus von Alpha plus Beta, wie jetzt beispielsweise sagt die Kraft F2 zu Sinus Gamma. Und dann Kraft F1 mit dem Winkel hier unten, 90 minus Alpha, das ist ja 90 minus Beta. Und wir können das Ganze wieder lösen, so wie wir es vorher gemacht haben. Also im Grunde machen wir genau das Gleiche. Der einzige Unterschied, diesmal haben wir keine resultierende, sondern wir bilden einen geschlossenen Kräftezug, weil wir sagen, die Summe aller Kräfte ist gleich 0. Das vertiefen wir gleich mal noch an einem weiteren Beispiel.